Ja, hallo und herzlich willkommen zu WWE 2K17, meine Karriere. Wir haben unser United States Titelmatch gegen Kalisto. TLC, Tables, Ladders and Chairs Match. Und ich bin mal gespannt, ob wir eine Stipulation kriegen. Ich hoffe es. Ich hoffe auf ein TLC-Match, das wäre geil. Weil ich habe noch nie diese Ladder-Match-Sache gemacht. Und das wäre ganz interessant, das auch mal auszuprobieren. Los geht's. Ladies and gentlemen, welcome to one of the most exciting events in WWE. Tables, ladders, and chairs. Ladies and gentlemen, this is one of the most unique events in all of sports entertainment. Welcome. The tables, ladders, and chairs. Coming to you live from Boston, where that revolutionary spirit is alive and well in anticipation of tonight's action. And we're coming to you live from Beantown, Boston, Massachusetts. Keep your butt in that chair because we've got a heck of a show in store. Now it's time for tables, ladders, and chairs, an event that might shake the WWE to its very core. Singles match coming. Hold on to your seats. We have singles action coming up next. This is gonna be good. It'll be Kalisto taking on some tough competition. Soweit ich das sehe, wird es ein normales Match. Schade. Wäre eigentlich eine schöne Sache, um eine Stipulation reinzupacken, aber tut man in dem Fall nicht. Zumindest steht hier nichts, also vielleicht wird da was. Mal sehen. Ich hoffe doch drauf. Kalisto gegen die Pointe. Come on. Jetzt lad doch mal. Auf jeden Fall viel Spaß mit den Entrances. Viel gleich. Bis gleich. Also doch, ein TLC-Match. Perfekt. Gut, bis gleich.
WWE United States Championship im Opener und dann noch in einem TLC-Match. Zum ersten Mal, dass ich ein TLC-Match hier in diesem Modus spiele und natürlich auch, dass es um einen Titel geht und so weiter und so fort. Und mal sehen, ob wir den Titel behalten können oder nicht. Ich habe ja bisher noch kein einziges Pay-Per-View-Match via Pinfall oder Submission verloren. Ich weiß nicht, ob ich via Stipulation schon mal verloren habe, aber ich wurde noch nie gepinnt. Und Submission unabhängig, ob ich den Titel verteidige oder nicht, würde es so sein, dass ich trotzdem, ja, niemals bei Pay-Per-Views gepinnt oder zur Aufgabe gebracht wurde. Und daher bringt mir halt auch nicht, dass ich jetzt die ganze Pin-Befreiung reingetan habe, weil das ist in dem Match einfach egal. Und ich finde es geil, dass man es gebracht hat mit dem TLC-Match. So. So, Kalista. Ich bin echt gespannt, wie das mit der Stipulation wird. Also, wie gesagt, ich habe sie noch nie gespielt bisher bei diesem Spiel. Und der erste Tisch ist schon zerbrochen. Der erste Tisch ist zerbrochen. So. Wieso mache ich das eigentlich? Warum gehe ich jetzt schon hoch? Oh Gott. Jawohl, come on. Nein! So. Na gut, das hatte ich nicht als Plan. Aber Moment mal. Macht er das? Jawohl, er macht es. Sehr schön. Genau das wollte ich eigentlich machen. Genau das wollte ich eigentlich bezwecken. So, dann testen wir es auch natürlich auch da aus. Oh Gott. So. Ah, ihr seht schon, das neue Minispiel auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Werden wir natürlich auch, denke ich, hoffentlich gleich auch austesten können. So. So. Und Suplex. Und bam. Und nein, nicht so. Machen wir es halt so auf die Art. Nein, nicht. Oh, ich will ihn doch nicht da haben. Ich will ihn rausschmeißen. Ich will natürlich mit der Stipulation ab. Ey, was soll die Scheiße? Da steuere ich die ganze Zeit nicht hin. So. Naja. Oh, da sehe ich ihn schon. Sehe ihn schon da. Drüben. Oh. Und, jawohl. Und schmeiß mir auf die Art raus. Gut. Hat sich auch erledigt. Okay.
This is for the WWE Championship. How could we ever forget that? WWE title on the line. This is the biggest match there is. Come on, let's do this thing. Ich mache mal keinen Umweg hier in dem Sinne. Kameraperspektive bitte ändern. Nein. Sehr schön. Haben wir Stipulation mit reingebracht. So. Phoenix Splash. So. Wir müssen noch gar nicht so weiter fertig machen. So. Stühle fehlen auch noch. Ist ja schließlich ein TLC-Match. Come on. Ich glaube, sie Chance. Ja, was denkst du, Kalisto, hä? Meinst du, ich gehe einfach so raus? Ohne einen Hintergedanke? So, wie funktioniert dieses Minigame? Ah. Moment. Ich bin gerade zu blöd dafür. Nein. Scheiße. Ich bin echt zu doof für dieses Minigame. Oh Mann, ey. Ja. Nein. Moment. Wie geht das denn überhaupt? Einfach nur. Let's not forget, this is for the WWE Championship. How could we ever forget that? WWE title on the line? This is the biggest match there. Sie kriegt das nicht hin. Ach so, ich muss R2 drücken. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt. Scheiße. Ich denke, oh Gott, warum komme ich nicht rein die ganze Zeit? Ah. Stunner! Ey, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Hey, warum klappt das nicht? Was mache ich denn falsch? So. Ich hab mich schon gewundert. Ey. Wie gesagt, ich spiele zum allerersten Mal diese Stipulation. Und ja, da habe ich natürlich wieder ein bisschen vergessen, wie das funktioniert, weil ich wusste eigentlich, wie das funktioniert. Nur wenn du die halt nie spielst, dann kannst du es auch schnell vergessen. Oder im Notfall, wenn einer gefragt, hätte ich notfalls dann nochmal recherchiert und dann nochmal erklärt, aber. Na gut. Oh. Sweet Shin Music. Oh, what was that sweet, man? Was that sweet? Hä? So blutet. Dignity auf den Stuhl! Auf den Stuhl, oh mein Gott, Kalisto! Oh.
Der Champion ist auf jeden Fall in keiner guten Lage. Oh Gott. Nein! Kalisto ist neuer United States Champion. Wir haben den Titel verloren. So ist es halt. Oh Mann. Ja. Damit ist unser United States Title Run vorbei. Wer hätte das erwartet, dass ich den Titel verliere? Gut, mein allererster Titelverlust in Karriere ist es ja nicht. Ich habe den ja schon mal verloren, also ich habe ja mal den World Heavyweight Title verloren und den NXT Titel habe ich schon mal verloren. Das ist klar. Und damit ist mein Weg mit dem United States Titel vorbei. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne. Spielt keine Rolle mehr. Kalisto ist jetzt drin. Ich bin raus und jetzt geht es hier nur noch um den WWE World Heavyweight Title. Brock Lesnar ist unser Gegner. Auf den werden wir Jagd machen. Wir haben das Jahr 2017, eine neue Ära. Wir haben trotzdem noch gute T-Shirt-Verkäufe gemacht. Also wir sind immer noch populär. Ja. Wir haben verloren. So ist es. Und ja. That's life. That's life. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Okay. Dann. Ja, ist unser Weg vorbei. Und ja. Damit war es das. Gut, damit für diejenigen, die noch ein bisschen länger dranbleiben und so weiter und so fort, mein Ziel war es, den Titel zu verlieren. Muss ich tatsächlich sagen, also ich wollte, oder beziehungsweise ich will weiterhin so diese Streak aufhalten, dass ich niemals per Pinfall oder Submission verliere. Deswegen habe ich schon ein bisschen gehofft, dass ich wirklich eine Stipulation habe mit Ladder Match und so weiter und so fort. Und man hat sich ja manchmal gemerkt, also ich wusste ja wirklich nicht, wie die Stipulation geht, aber ich habe manchmal geguckt, weil ich am ersten Mal, ich bin ja am ersten Mal hochgegangen und dann bin ich einfach wieder runtergegangen. Das war schon ein bisschen beabsichtigt, also es war jetzt nicht so, weil ich verpeilt war. Im Nachhinein hätte ich es einfach machen können, weil letztendlich wusste ich nicht, wie das erstmal ging. Und so weiter und so fort. Und letztendlich wollte ich eigentlich ein richtig geiles Match haben, so ein 5-Star-Match und dann verlieren. Aber das war leider nicht so. Und ich mache es eigentlich nicht so gerne, dass ich ihn absichtlich verliere. Ich mache es nur deshalb, weil ich die Jagd auf den World Title machen will. Und ich habe ja gesagt, mein Ziel ist es ja, so schnell wie möglich World Champion zu werden. Und ich kann ihn einfach leider nicht auf eine andere Art und Weise verlieren. Das geht leider nicht. Deshalb habe ich diesen Weg gewählt, dass Kalisto gewinnt. Aber ich kann immer noch sagen, ich bin weiterhin bei Pay-Per-View so ziemlich ungeschlagen. Oder beziehungsweise, ich wurde noch nie bei Pay-Per-View gepinnt oder zur Aufgabe gebracht.
Und das ist so die Streak, die ich aufhalten wollte. Und ja, ist in dem Sinne so gut gegangen. Jetzt ist mein CMBW World Heavyweight Champion. Und ich hoffe, ich komme in Rumble-Match rein. Deshalb werde ich den Weg gehen, den ich auch letztes Jahr gegangen bin. Also bei meiner Karriere 2K16. Dass ich keine Fehde starte. Also ich werde keine Fehde starten, sondern einfach gucken. Und dann irgendwann, hoffentlich, kommt dann einfach das Royal Rumble Match, wo ich dann das Rumble Match gewinne, zu WrestleMania reise und den World Title gewinne. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mal sehen. Hoffentlich seid ihr weiterhin dabei. Ich bin nicht mehr United States Champion. Wir haben jetzt einen Midcard-Titel gewonnen. Jetzt geht's weiter zu was Größeren. Und da würde ich sagen, bis nächsten Mal. Haut rein. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, dass ich jetzt auf diese Art gewählt habe. Ich hätte gerne den Titel einfach abgegeben und dann einfach weitergemacht, aber es geht halt nicht auf die andere Art. Und ich hoffe, ich habe auch ein gutes Match geboten. Also, ich hoffe es schon irgendwo. Aber gut. Beim nächsten Ladder-Match stelle ich mich besser an, weil jetzt weiß ich, wie es geht. Und wenn man sich an solche Dummheiten erinnert, man sich einfach. Und ja. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao.